Danke vielmals, lieber Rudi, du bist jetzt der Letzte, der zuhört. Ich mache es kurz und schmerzlos. Du hast mich so oft, oder fangen wir mal anders an, vor rund 20 Jahren habe ich das erste Mal als Politiker kennenlernen dürfen. Du hast dich hingesetzt und hast gesagt, Siegerli, sag da was. Siegerl, wir müssen dringend aus Graz was machen. Siegerl, da ist nichts los, da gehen die Gehstege hoch. Siegerl, da werden wir ganz schnell mal ein bisschen Sportevent machen und du musst das zahlen, Siegerl. Du verstehst das dann schon, sonst kommen meine Freunde und schreiben schlecht über die Siegerl. Und du hast mich in vielen Jahren begleitet. Ich darf dir Danke sagen. Das Bild da vorher sagt dir alles aus. Du bist jemand, der Leidenschaft in sich trägt, eine dreifache. Die eine ist, Graz war da nie wurscht und ist da nicht wurscht und dafür sage ich dir als Bürgermeister Danke. Das zweite, die Medienwelt, vor allem die Journalistinnen und Journalisten, ein Berufsstand, der es auch nicht mehr leicht hat, waren dir nie wurscht und du hast immer dafür gesorgt, dass sich junge Menschen entwickeln können, dass sie eine Chance kriegen. Aber das dritte ist auch eine Riesenleidenschaft und ist vielleicht heute noch ein bisschen zu kurz gekommen. Dafür bist du für mich und für viele ein Vorbild. Egal wie stressig dein Tag war, egal wie verrückt die Zeiten sind, auf deine Familie, bis hin zu deinem, wie sagst du, einem kleinen frechen Piraten oder so ähnlich, bis zu deinem Piraten, bis zu deinem Enkelsohn, hast du nie auf deine Familie vergessen und hast sie eigentlich auch immer eingebunden. Und dafür möchte ich dir Danke sagen. Du hast mich so oft eingeladen, dass ich ein Glasl mit dir trinken soll. Ein paar habe ich gemacht. Ich habe dir mitgebracht, all die Gläser, wo ich lieber den Thomas geschickt habe, weil es sonst zu teuer geworden wäre. Und ein paar von deinen Virginia sind auch drinnen. Alles Gute, bleib gesund. Bürgermeister kommt normal erst zum 90er. Bei dir habe ich Ausnahme gemacht. Es steht bitte bei ihm drauf, Hurra, 70. Da fällt mir nur ein Witz ein. Das wird mit 95 dann der Fall sein. Da wird der Rudi hineingehen in eine Fahrschule und wird sagen, hören Sie zu, ich tät da gern den Busführerschein machen. Dann werden die sagen, hören Sie zu, bekommen Sie auf die Schnapsidee. Wird er sagen, ich nicht, das war nicht Spekt. Ich fahre gerade mein Auto, halt er mich auf, schaut die Papiere an und sagt, du Opa, jetzt wird es Zeit fürs Busfahren. Der gibt nie auf. Alles Gute. Sigi, danke. Herzlichen Dank. Mein Bürgermeister und unser Bürgermeister.